wish to stay. Ja, und damit willkommen zurück zur zweiten Mission. Wir starten direkt durch. Normal, ne? Erst wenn wir hier Mission starten. Ah, okay. Ausrüstung lasse ich alles so. Bits. Wo bin ich? Schon okay. Ruhig. Entspann dich. Alles wird gut. Wir haben sie überlistet. Unsere Ziele erreicht. Der Mensch ist immer besser als die Maschine. Leider hattest du lebensgefährliche Verletzungen. Du bist stabil, hast aber einen langen Weg vor dir. Wer bist du? Ich bin's, Taylor. Wurde Zeit, dass du aufwachst, oder? Zürich Innenstadt. Endstation. Hey. Noch da? Willkommen zurück. Taylor? Ja. Weißt du, was mit dir passiert? Ist das ein Traum? Tja, könnte man sagen. Bleiben wir dabei, dann kannst du immer noch aufwachen. 12. Dezember 2054, 7:30 Uhr. Wir sind in einem privaten Pendlerzug auf dem Weg ins Züricher Hauptquartier der Coalescence Corporation. Unsere Fracht. Ein Prototyp für die WA-Neurale Netzwerkinitiative. Im Kern eine KI-Software, die sich selbst umschreiben kann, um mit anderen Systemen auf der Welt zu interagieren. Das war damals richtig fortschrittlich. Sie sollte später eine ganze Reihe militärischer und ziviler Anwendungen revolutionieren. Das hätte sie zumindest, wenn der Zug sein Ziel erreicht hätte. Um 7.31 Uhr zündete eine Terroristengruppe im Zug einen Sprengsatz. Der Vorfall warf unser Robotikprogramm einige Jahre zurück. Du wirst sie aufhalten. Das ist nicht real. Das kann nicht sein. Was geschieht mit mir? Im Moment bist du in einem künstlichen Koma und wirst für die OP vorbereitet. Du hast neue Hardware in deinem Kopf. Sie nennt sich direktes Neuralinterface, DNI. Ich habe auch eins. So kann ich mit dir kommunizieren. Dein DNI verbindet deine Gedanken mit deinem neuen Körper und deiner Umgebung. Wir sind verbunden. All das ist eine Simulation in unseren Gedanken. Und du hast noch eine Menge vor dir. Raketen! 11.30 Uhr, 11. Dezember 2054. Die Züricher Sicherheitskräfte erhalten einen anonymen Hinweis zur Position eines Unterschlupfs der Terroristen.
Leider haben die ZSK aber die Feuerkraft unterschätzt, die diese Arschlöcher dabei hatten. Sie wurden eiskalt erwischt und mussten viel einstecken. Das Ergebnis? Zug explodiert. Kennst du Dias noch? Denke schon. Er wird dir das coole Zeug erklären, das du benutzen kannst. Kommunikation. Wir müssen uns abstimmen. Du, Taylor. Du bist ein Arschloch. Er hat nichts gehört. Wenn ich mit dir reden will, nutzt das DNI immer einen sicheren Kanal. Ich muss nicht mal daran denken. Aber nur, dass du es weißt. Wenn du Taylor mal wirklich einen Arsch nennst, dann wird er dir mehr einheizen als diese Roboter. Also gut, sehen wir mal, ob du das schaffst, ohne als Schweizer Käse zu enden, wie diese armen Bastarde. Okay, Schweizer Käse? Mach diese Arschlöcher fertig. Ich brauch einigermaßen mal aus dem Puppe frei. Video. Werfe Granate! Zurück! Los, los, los! Es gibt nicht nur einen Weg. Hoch! Oh! Wenn mal ein Sammelstück gibt, nee. Dein DNI kann dir kritische Informationen zum Kampf liefern, um das Schlachtfeld besser zu verstehen. Wechsle in den taktischen Modus. Taktischen Modus? Okay, setze verbesserte Mobilität ein. Ist anfangs etwas ungewohnt, aber du wirst schon bald sicherer. Probier es selbst. Ich weiß sicher, dass du es schaffst. Im taktischen Modus werden herannahende Gefahren wie Raketen und Granaten hervorgehoben. Siehst du es rot blinken? Dann lauf. Aber wie mache ich das denn jetzt? Einfach auf der Wand zulaufen und dagegen springen. Denn nicht. Muss wohl den taktischen Modus ändern oder so. Nee, hier hoch. Komm hier hoch. Ja, ich weiß, hier so. An der Wand hat das angezeigt. Hier lang. Hier lang. Da lang. Dann einfach rennen, springen und weiter rennen. Macht er nicht. Gegen die Wand springen. Mach ich doch. Ich bin jetzt auf dem Titanfall. Können wir es aktivieren? Eigentlich nicht. Jetzt habe ich den taktischen Modus. Oder so. Naja, das muss man aber aktivieren. Ich habe jetzt aktiviert. Spring gedrückt halten vielleicht. Weil ich halte es immer ein bisschen länger gedrückt, bis er dran läuft. Und dann lasse ich los. Ja, nicht so. Du musst schon rennen. Ja, ich renne ja. Ran, nur so wie die Wand geht, also nicht komplett gegen ja, die Wand einfach, gucken. Aber es klappt leider nicht, weil ich bin das mit Titanfall und da klappt das alles wunderbar. Aber du kannst doch hier auch hochklettern. Hier, ich glaube, es neu aus. Es gibt immer mehr. Ich klappt das von Anfang an, aber hier hat es nicht geklappt. Oh, ein bisschen Übung. Siehst du die roten und gelben Markierungen? Das sind Todeszonen. Hier solltest du dich nicht aufhalten. Verstärkung beim Truck. Todeszonen, die sehe ich gar nicht. Die zeigt er mir gar nicht an. Ich habe das alles gespielt früher. Das hat alles funktioniert. Bei. Letztes Mal hat das nicht funktioniert. Das irgendwie nicht mehr. Brauchen wir das nachher nicht noch und ich komme nicht weiter, weil ich das nicht schaffe. Der taktische Modus ist im ganzen Team synchron. Wenn einer von uns etwas sieht, sehen wir es alle. Auch wenn Deckung im Weg ist.
Magazin überprüfen. Nimm dir mehr. Rücke weiter vor. Oh, shit. Down oder was? Nee, fast. Boah, hinter mir. Wo ist der denn? Ach, da. Lässt uns nicht nur untereinander kommunizieren, sondern auch mit zahlreichen Computersystemen. So. Darunter so gut wie allen Drohnen-Basiseinheiten. Zweifüßler, komplexe Bodeneinheiten. Aktivieren. Die sind eine Ecke schwieriger. Die Biester haben ein Schwarmbewusstsein. Wenn du versuchst, die zu kontrollieren, bam, ist dein Gehirn im Eimer. Nee, der Bandlauf, der war wohl nicht aktiviert. Die sind kinderleicht. Kinderleicht für eine Drohne, wa? Los, leg dich rein. Nach, was jenseits der Mauer ist. Was müssen wir da jetzt nehmen? Steuern Sie feindliche Fahrzeuge da? Ja, das wird nämlich nur dir angezeigt, und nicht hier. Weil das spielen wir jetzt zu zweit. Wenn ich im Singleplayer alleine spielen würde, könnte ich auch an der Wand laufen. Das kannst alles jetzt nur du. Und nein. Du kannst die Drohne steuern. Quatsch. Kannst du auch. Ich habe das doch schon ein paar Mal im Koop gespielt. Wir stehen doch noch genug rum, wir sind doch 6 Stück, 4 Stück. Plus die 2 Fliegdinger. Einer kann Panzer nehmen, einer kann Flieger nehmen. Ich kann hier gar nichts nehmen. Halt mal 2 gedrückt. So, und dann wählst du aus. Das unten rechts. Also Fernübernahme. Unten rechts. Hab ich nicht, ich hab nur Kampfgrunds oben. Ja, da musst du mal umwechseln. Und der steuern. Wechselst nach rechts oder nach links. Och, die ersten hast du alle zur Auswahl. Nein, die hast nur du zur Auswahl. Nein. Wenn ich jetzt hier auf 2 drück, dann hab ich nur die Kampfkurs. Genau, und jetzt drück mal A oder D. Da geht ja nicht, da wird ja, ist ja nichts. Nur bei dir so, das was du siehst, das muss ich ja nicht sehen. Komm, aber wir jetzt im Koop spielen. Ah, nein. Ich hab den Kern drin, wo man wechseln kann zwischen allen dreien. Das heißt, und bei Ausrüstung musst du das vorher reinmachen. Ja, ich hab Nahkampf. Genau, du hast das Grüne drin, ne? Kampfkunst. Ja. Genau, und du hättest das Blaue auswählen müssen. Aber ist nicht so schlimm. Deswegen kann ich jetzt auch nicht an der Wand laufen, oder was? Normal schon. Oh. Na gut, was dann machen wir? Ich bin ja Nahkampfexperte. Das werde ich dann auf blau umstellen, weil beim nächsten Mal. Wie setze ich das dann mal hin? Oh. Bist du was? Kenn ich ja alles, das habe ich ja. Ich habe die alle schon früher auch schon mal gespielt. Okay. Aber das kann nur einer die Drohne steuern. Nein, du kannst mit 2 Leuten. Wenn du zu 4 spielst, kannst du auch mit 4 Leuten die Drohne. Deswegen sind so viele Drohnen da.
Batterie im Kühl des Generators hat deine Drohne gekillt. Komm schon, los! So, wir fertig, ne? Narrator ist platt. Ach so, dann sind die Türen hier auf. Okay, kann ich abkürzen. Cool. Schnapp dir Munition, wenn du eine Munitionskiste siehst. Dein Kampf ohne Kugeln ist so gut wie verloren. Irgendwo gab es doch dann noch diese Waffenwechselkisten. Aber ich glaube, die kommen erst später. Hast du zwischendrin? Aber normalerweise, wenn man das erste Mal einen Wandlauf hat, dann ist immer ein Tutorial. Ziele! Erste Etage! Das kam bei mir auch nicht. Kein Tutorial. Wenn du kreativ sein willst, setz die Fernübernahme bei diesen Geschützen ein. Das bei mir war, als ich die Kampagne Singleplayer gespielt habe mit dem Koop, da war das ganz anders. Da ist alles angezeigt, was ich hier drücken muss und so. Ja, dann hast du es doch schon mal gehabt. Das wird nicht nochmal eingeblendet. Ich hab's auch nicht gesehen. Von wegen, du musst das und das drücken, da sagt er das nur und du machst es einfach. Geschützen wären sie sicher. Ah, scheiß Geschütze. Das Versteck ist da vorn. Verbinde dich drin mit der Zentralkonsole. Zieh so viel Daten, wie du kannst. Hey, schon okay. Ganz ruhig. Nur einen Moment. Tief ein und sag mir, was passiert ist. Ich war in Äthiopien. Die Chaos. All das passierte erneut. Was geschieht mit mir? Mist. Du weißt, dass deine Sinnerinnerungen auslösen können? Da tauchen Geräusche, Bilder und Worte aus Liedern auf. Du denkst an Dinge, an die du ewig nicht gedacht hast. Das DNI kann alles viel intensiver machen. Kleine Fehler in deiner Optik? Ein Flüstern in deinem Ohr? Was passiert? Der Doktor kann dir helfen. Wir müssen nur deine Medikamente neu kalibrieren. Keine Sorge. Alles wird gut. Und was jetzt? Im Moment verbindest du dich gerade mit dieser Konsole. Sobald du dich einklingst, kannst du die Daten extrahieren und bearbeiten. Okay. Sie haben wen eingeschleust. Bei Coalescence. Er hatte die nötige Ausrüstung, die sie brauchten, um die Sicherheitssysteme des Zugs zu überbrücken. Die ZSK haben 6 Stunden gebraucht, um diese Information zu finden. Ergebnis? Zug explodiert. Dir reichten 6 Minuten. Es wären nur 5 gewesen, wenn da nicht der Anblick dieser Roboter gewesen wäre. Und was passiert jetzt? Jetzt finden wir den Mistkerl. Ja.
Von seinen Kumpels informiert, hat der Maulwurf sie erwartet. Er hatte schwer bewaffnete Einheiten dabei. Und wieder haben die ZSK eins aufs Maul bekommen. Ergebnis? Zug explodiert. Wir haben ihn verloren. Er ist weg. Erinnerst du dich an Sarah Hall? Sie hilft dir beim nächsten Teil. Tu genau, was sie sagt. Ich habe sie selbst ausgebildet. Sie ist eine Spionage-Expertin aus der Zeit, als das noch was bedeutete. Vor dem DNI musste man Bücher lesen. An der Akademie ließ Taylor mich viele davon lesen. Manches Wissen muss man sich verdienen. Es schätzen. Das braucht Zeit. Und Zeit hat man eben nicht immer. Okay, Neuling. Von jetzt an weicht die Simulation von der Realität ab. Es wird sich trotzdem verdammt echt anfühlen. Sei einfach kreativ. Ich glaube, dann müssen wir jetzt verfolgen. Checke die Position an dein Hut. Na los, der fährt lang. Achtung, Feinde im ersten Stock. Ich verstehe, wieso Taylor dich mag. Ich sehe ihn noch. Unser Junge hackt die Talents der ZSK. Was sagt ihr das? Er hat Panik bekommen. Er sitzt nicht an einem Computer. Er kann sie nur kontrollieren, wenn er ebenfalls ein DNI hat. Wenn ich springe, du bist schlau für einen Neuling, Körper das gebe ich zu. Der Mistkerl bewegt sich noch. Normalerweise können wir noch einen Doppelsprung machen. Oder? Da brauchst du... Verwende die Werbetafel, um die Magnetbahn zu überwinden. Unaufhaltsame Kraft, glaube ich. Nee, geht auch nicht. Also das klappt alles nicht. Jetzt bin ich tot. Ja, nee, also... Da haut irgendwas... Kommt ja auch ein Zug. Ja, nee. Wandlauf machen. Zürich. Das los. Aber nicht. Ein Wandlauf funktioniert. Klappt alles einwandfrei. Ja, bei dir, aber nicht bei mir. Du hast... Er wird davonkommen, wenn du dich nicht sputest. Wandlauf machen, geht aber nicht. Schnapp ihn dir, Neuling. Das ist deine Chance. Schalte ihn aus. Lief nicht so gut, was? Ich schätze, unser Verdächtiger wird in etwa 15 Sekunden für immer das Zeitliche segnen. Das darf nicht geschehen, bevor wir die Informationen haben, die wir brauchen. Ich glaube nicht, dass er in der Lage ist, zu sprechen. Das muss er nicht. Er hat ein DNI. Unter Schichten aus Sicherheitsprotokollen zeichnet das DNI die früheren Erfahrungen des Subjekts auf. Unter extremen Umständen kann man diese Informationen mit Gewalt extrahieren. Du kannst tief eindringen in seine Erinnerungen, seine Gedanken, sogar sein Unterbewusstsein. Du könntest alles über die Pläne der Terroristen erfahren. Da ist doch sicher irgendwo ein Haken. Du solltest wissen, dass diese Prozedur nicht nur traumatisch für das Subjekt ist. Der damit verbundene unterbewusste Eingriff wird den Hirntod zurücklassen. Tod. Glaub mir, das ist kein schöner Abgang. Er ist sowieso schon tot. Hast du selbst gesagt. Außerdem ist er ein Terrorist. Thank you.
Vor ein paar Minuten wusstest du nichts. Was weißt du jetzt? Ich weiß, wo sie sind. Sie benutzen die alten Zugtunnel für ihren Angriff. Was du durch dein DNI erfahren hast, hat die ZSK Wochen gekostet. Was sage ich wohl als nächstes? Ergebnis: Zug explodiert. Gut, dass du schwere Entscheidungen treffen kannst. Wir sollten fortfahren. Wir sind unter schwerem Beschuss! Wo bleibt die Verstärkung? Die ZSK haben die Terroristen zu dieser Position verfolgt. Hätten sie besser nicht getan. Immer noch da, was? Hab mit dir erst gewettet, dass du längst tot bist. Der Witzbold ist Peter Maretti. Er wird dir klar machen, was du jetzt für ein knallharter Scheißkerl bist. Zu dumm, dass uns das letzte Puzzleteil noch fehlt, wie sie den Sprengstoff in den Zug geschafft haben. Damit du es weißt, wenn das vorbei ist, schuldest du mir was. An die Arbeit. Wie du weißt, gehört es zu den Vorteilen der Black Ops, die neuesten experimentellen Waffen zu nutzen. Feuerwaffen sind sehr nützlich während des Kampfes. Aber mit dem DNI? Deine Gedanken sind die stärkste Waffe. Richten wir Schaden an. Mach so weiter! Ja, normalerweise kriegt man immer eine Einführung und dann weiß man, was man machen muss. Das ist hier alles nicht der Fall. Kenne ich nicht alles noch. Das ist alles noch eine Einführung in das ganze Spiel. Los geht's! Da kommt dann eine Einführung. Ja, also bin ich auch hier voll im... Gar nicht gut. Wir machen einen Soldaten aus dir. Echt schlecht gemacht, ey. Nur ein Spieler, und zwar der Horst, kriegt die ganze Einladung nochmal. Damit was zu tun. So.
Sie setzen Rauchgranaten ein! Wenn du zur verbesserten Sicht wechselst, bist du im Dunkeln oder Rasen nicht mehr blind. Verbesserte Sicht wechselst, ja, sonst würde man sagen, KFG. Taste 1 drücken. Ich spiele mit Gamepad. Das weiß ich nicht, was er Gamepad ist. Ja, das muss er einblenden. Macht er aber. Ich habe gedacht, haben die Entwickler dabei sie auch nicht. Feindliche Bots kommen durch die Wände! Was hier ist die taktische Sicht oder was? Das ist das Grün. Na, taktische Sicht ist, wenn du die Gegner so siehst. Ja, Infrarot so, oder was das ist. Wenn es so grün ist, dann ist es die diese Nachtsicht da. Ja. Mit dem Ping. Und dann gibt es die andere Sicht noch. Ja, Controller auf Steuerkreuz gelegt. Ist noch nicht vorbei. Bewegung! Bots sind auf dem Waggon. Verleg sie! Werde beschossen! Anscheinend sind sie hier durch in die Wasseraufbereitungsanlage gekommen. Mir nach! Zieh besser den Kopf ein. Du bist hart, aber nicht unsterblich. Eine Kugel im Kopf bringt dich zu einem Schöpfer. Alles klar. Hounds auf der Arbeitsebene. Gar nicht schlecht, Neuling. Dass ich hier nichts machen kann, echt im Nachteil. Der hat mich an der Hand der Call of Survival und auch eine Hospital. Das haben sie jetzt zum Glück gepatcht. Nein, du kannst genauso gut kontrollieren. Gut gemacht, Mann. Und jetzt greif auf die Tür zu. Was ist das für ein Ort? Hier. Es ist alles passiert.
Der Computer da drüben sollte Aufschluss darüber geben, wie sie den Sprengstoff reingebracht haben. Los, verbinde dich. Beeilung, benutze die Konsole. Alter, hier liegen mega Bomben rum, ey. Die Roboter! Sie haben die Roboter gehackt! Sie haben den Sprengstoff reingebracht. Weißt du, was ironisch ist? Eigentlich hat der Angriff der Terroristen die Entwicklung der VR-neuralen Netzwerkinitiative beschleunigt. Ohne die Angst vor Angriffen wie diesem hätten wir wahrscheinlich nicht mal das Cybersoldatenprogramm. Augenblick. Es ist 7:25. Du hast etwa 5 Minuten. Du warst schon mal hier, Neuling. Mal sehen, ob du die Geschichte ändern kannst. Alle Roboter sollten als feindlich gesehen werden. Glaub mir, sie sehen dich auch als Feind. Achte auf deine Flanke. Sie kommen durch die Fenster. So, hier hoch. Feinde klettern an den Seiten hoch. An dem Ding ist eine Bombe. Wenn ich es hacke, wegschaffe oder den Waggon losmache, wird es hochgehen. Das ist zu viel. Selbst mit einem Computer im Kopf. Zu wenig Zeit. Es ist eigentlich ganz einfach. Moment. Das ist eine Magnetschwebebahn. Wenn ich für diesen Waggon die Polarität umkehre... vom Zug verschwinden können. Dein DNI kann dir alle Optionen zeigen. Aber nur du kannst entscheiden, zu welchem Opfer du bereit bist. Manchmal muss man einfach loslassen. Taylor,
Wie geht's dem Patienten? Den Umständen entsprechend. Ich erwarte mehr. Das ist doch wohl klar. Willkommen zurück. Du wirst für die OP vorbereitet. Alles wird gut. Hendrix wurde bei der Mission nicht mal verletzt. Er hat sich freiwillig gemeldet. Ja. Durch den vermehrten Einsatz von Drohnen und Kampfrobotern muss man immer weniger auf menschliche Infanterie zurückgreifen. Wie ich schon sagte, zu diesem Zeitpunkt haben wir dazu nichts weiter zu sagen. Wir suchen weiter nach diplomatischen Verhandlungsmöglichkeiten. Das WA leugnet, Truppen in die Region geschickt zu haben und beharrt auf der Suche nach einer diplomatischen Lösung dieser Pattsituation. Wir stimmen uns mit unseren Verbündeten ab, um an allen erforderlichen Stellen taktische Hilfestellung zu leisten. Wie lange machen wir das jetzt, Hendrix? 5 Jahre, grob geschätzt. Könnte hinkommen. Denkst du je an das nächste Ziel? Nope. Du kennst mich. Ich lass mich bloß treiben. Jo, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen, wa? Bis dahin, ciao.